So, und damit herzlich willkommen zurück bei der nächsten Folge No Man's Sky. Hab jetzt nur eine kurze Pause gemacht, eine kurze Trinkpause. Ganz schön gestreckt. Und wir gehen direkt in die nächste Folge rein. Immer noch im Anschluss. Deswegen weiß ich immer noch nicht, wo Zusicherungen gut sind. Aber vielleicht finde ich es ja doch noch irgendwie selber raus. Ja, auch noch ausnehmen. So. Ein Kilo Fleisch. Ich bin reich mit einem Kilo Fleisch. Lecker, lecker. Alles ausnehmen hier. Warte. Messer. Dann kann ich das Messer dann hier lassen. Oder ist jetzt schon ein bisschen abgenutzt ist. Das neue Messer nehme ich dann einfach mit. Nice. Zack. Auto. Hallo Hasis. Hasi. Ich wollte schon einen Stein in der Hand nehmen jetzt. Brücke von Fichtenstolz. Hier runter gemacht? Nee. Okay. Nichts drin, Mann! Oh, ich hasse das so, wenn diese abgeschlossenen Dinger, dass da einfach nichts drin ist. Das sind schon die, wo du dann immer so ein bisschen hoffst. Okay, komm, hier muss da irgendwie geiler Shit drin sein. So, gehen wir gleich wieder hier vorne lang. Sind da noch irgendwo Rohrkolben? Hab ich auch, denke ich, auch schon alle mitgenommen, ne? Sieht zumindest danach aus, okay. Ach ja. Das dauert ganz schön lange, die abzubauen, ey. Krass. Und dann so... Alter. Da hat den Boden ja komplett zerlegt. So, zählt das so noch Material, oder? Ja. Kann als knuspriger Snack oder Grundlage für einen antibiotischen Tee verwendet werden. Die Dinger scheinen auch relativ selten zu sein. Ist nichts, ne. Mitten in der Nacht jetzt gerade wieder. Habe ich zumindest ein paar Stecker. Auch nicht. Okay, müssen wir dann uns gleich mal suchen. Schaut er mich gerade an? Ich sehe den nicht mal. Ich weiß nicht, wo der hier ist. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob der mich anknurrt oder so. Oder der hat irgendwas erwischt. Ich habe ein Jagdmesser mit dabei und mein Schutz ist ziemlich gut. Also ich gehe das Risiko gerade mal ein. Dass okay, er hat irgendwas erwischt. Aber schon ziemlich zerfleischt. Aber Alter!
Da hast du 10% erst noch gefroren. Das heißt, wir können den auch besser auseinandernehmen gerade. Ja, ja, ja. Ich nehme jetzt einfach mal nur ein Kilo davon raus. So, noch ein Kilo. Ich will gerade gucken, nicht, dass das Wetter gerade umschlägt wegen Sturm und so weiter. Dass der hier gerade die ganze Zeit dann dran steht. Der jagt schon wieder irgendwas. Ist mir gerade egal was. Aber das ist zumindest frisches Fleisch. Das könnte ich dann verwenden für so ein Rezept wieder. Okay, mitten in der Nacht. So, jetzt heißt es mal noch ein bisschen Holz und Stecker zu suchen. Stein. Atmosphäre ist schon geil, ey. Ich würde gerne natürlich das Feuer jetzt an der Feuertonne über Nacht ausbrennen lassen. Damit ich dann frühstgleich die Holzkohle mitnehmen kann. Am besten 2 Stück. Streichholz haben wir auf jeden Fall genug. Sollte also gehen. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Zerlegen wir jetzt den Zweig. Oder? Ach ne, ist sogar noch besser. Richtiger Ast schon hier. Zedernast. 3-mal. Und noch ein Zunderbündel. Sehr gut. Perfekt. Ich nehme den hier mal noch auseinander. Kann ich notfalls noch einen Zunderbündel aus dem Stock herstellen, falls ich doch nochmal welche brauche. Weil das Feuer gerade doch nicht angeht. Da vorne ist es schon. Das Wetter schlägt langsam um. Schwerer Wind. Stört das bei der Feuertonne aber nicht. Okay. Bin gleich da. Rennen wir mal den letzten Weg noch. Dann sind wir richtig schön müde. My energy is just disappearing. Feuer machen. So. Ja, hat beides nur 60%. Na ja, gut. Ansonsten stellen wir vielleicht noch ein paar Zunderbündel her. Und? Sieht gut aus. Ja, nice. Okay, dann. That did it. Nice. Alles rein hier. So, und das Ding lassen wir über Nacht einfach brennen. Dann einmal hier rein. Das sind die Betten. Dann. Oh, halt. Moment. Beinahe. Wohnwagen verlassen. Ich hab noch das Fleisch einstecken, das muss natürlich hier draußen bleiben über Nacht. Das Zeug lege ich dann einfach hier mit rein. So, und das lassen wir jetzt einfach abbrennen. Machen wir schön Holzkohle dann. Dürften 3 Stück sein. Dann einmal Wasser. Jetzt gucken wir nochmal wegen was zu essen. Dann hier den hier.
Gut, wie sieht's mit dem Essen und Schrott aus? Ach, das geht. Alles gut. Komm. Lass ihn 12 Stunden durchpennen. Hat er sich verdient. So. Okay. Oh, geht immer noch. Okay. Mensch, muss gerade wieder jemanden antworten. Das ist gerade mal ein bisschen doof. Und 3 Stück, ja. Ich würde sagen, ich zeichne mal direkt von hier aus. Und nutze das mal als Orientierung hier. Okay, mal gucken. Okay, das ist noch ein ganzes Stück weit hinten. Hier ist die Straße erst, okay. Aber komischerweise erkennt man jetzt hier an der Stelle ein bisschen mehr. Kann das sein? Das ist doch an der Brücke. Warte mal. Hinten an der Brücke, 100 Pro. Ich laufe jetzt mal bis zur Brücke und zeichne dort mal. Achso, warte mal. Erstmal hier gleich wieder Platz machen. Ja, Platz haben wir genug. Hey, warte mal. Einfach mal hier nach hinten. Bin ich gerade richtig? Ja, doch, bin ich. So, Hundi, lauf wieder weg. Ach, das Restfleisch lässt jetzt wohl einfach liegen, oder was? Das lässt er jetzt einfach hier liegen. Da denkt er sich so, nö, jetzt hast du mich vertrieben, jetzt esse ich das auch nicht mehr, oder? Ja, jetzt lässt er das einfach hier drinnen, toll. Fein gemacht, ganz guter. Bist du. So, jetzt bin ich fast an der Brücke. Ich will jetzt nochmal von hier aus zeichnen. So, Hundi, du wirst jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen um mich rumrennen, während ich hier zeichne. Ja. Über der Brücke irgendwie. Wir müssen also nochmal hier runter. Irgendwo hier ist das. Irgendwo da muss das sein. Hm.
So, warte mal, da ist die Brücke. Und ein Lackporling ist direkt in der Nähe, das wissen wir. Was muss hier sein? Hier irgendwo. Warte mal, was stand da nochmal? Kann ich das nochmal irgendwie nachlesen? Notizen? Hinweise. Mit einer Ausrüstung mit Schließkassette 4 klingt, könnte sich als nützlich erweisen. Naja, das sagt mir gar nichts. Eigentlich schon am Rand der Brücke, als mehr hier so. Hier irgendwie. Vielleicht hier oben. Hier könnte ein Lackporling dran sein. Okay. Okay. Hier oben gucken. Auch nicht auf dem Wasser, wie es aussieht. Es ist kurz davor. Ah! Aha! Nice! This will come in handy. Na gut, nur das Feuerzeug war jetzt gut. Na. Okay, egal. Ich geh dir mal aus dem Weg, Digga, schon. Okay. Dann haben wir den Hinweis auf jeden Fall auch gefunden. 2 von 3. Okay, das heißt, auf nach Hause und dann nochmal, obwohl 22,5 von 35. Willst du sowas nochmal jetzt? Wow, das Feuerzeug hat ja fast gar nichts mehr, ey. Ist auch schon übelst runter. Was hat denn der da für eine Scheiße versteckt, ey? Hallo Hundi! Wuff, wuff. Wuff. Und so würde, glaube ich, sogar ein Wolf reagieren, wenn er einen Menschen sieht, der relativ nah ist. Weil wir aus Sicht des Wolfes eine Art Beutegreifer sind. Der Wolf greift entweder an, wenn er tollwütig ist, oder er stark ausgehungert. Oder man ihn wirklich bedroht, während er das kleine Welpen hat. Aber ansonsten wird ein Wolf, glaube ich, nie einen Mensch angreifen. Jetzt real eben. Okay. Komm,
Ich will Beine in der Hand nehmen. Raum und so weiter habe ich jetzt noch da unten drinnen gelassen. Ist jetzt egal. Werde ich sowieso noch genug davon finden. Da oben passiert damit eh nichts. Das Fleisch habe ich auch da oben gelassen. Kann ja sowieso nicht alles mitnehmen. Und das mit dem Eintopf wollte ich ja nur eher probieren. Das sage ich jetzt mal. Aber ich würde jetzt schon gerne in der Folge alles vorbereiten oder vielleicht schon mal den Rückweg. Also was heißt Rückweg? Den Hinweg zu meinem Haus, zu meinem Wunschhaus antreten. Ich glaube, ich probiere es mal hier mit der Abkürzung. Die hier nehme ich mal noch mit. Mir wachsen keine Bäume mehr nach. Ich bin für das Aussterben der Bäume verantwortlich. In the long dark. Ich hasse kleine Bäume. Die müssen niedergemäht werden. Nee, ich muss doch nachmilden. Wenn ich direkt noch auf den Berg jetzt will, muss ich direkt mal nachmilden. Und von dort aus gleich mal noch zu dem Turm. Kann auf jeden Fall immer noch genug schleppen. Ich kann ja sogar, ich lasse einfach was dort gleich in der Nähe, in einem Haus oder sowas drin. Dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, was lasse ich da, was nehme ich mit, wenn es jetzt wirklich zu viel wird. Ich glaube, so mache ich es. Da ist ja direkt auch ein Haus in der Nähe, dann lege ich dort einfach was ab. Dann passt das. Alter, hier ist ganz schön was los. Guck dir das an. Wolf, wolltest du nicht hierher kommen? Hier kannst du schlemmen. Sonne geht schon unter, aber ich würde gerne die Müdigkeit gerade ein bisschen halten. Man muss nicht Seil klettern, man muss normal klettern. Ich weiß nicht, inwieweit das auf die Müdigkeit sich gerade auswirkt. Deswegen laufe ich gerade einfach mal nur. Essen müssen wir mal wieder. Warte mal. Haben wir hier gerade irgendwas? Trinken bestimmt auch, ja? Naja, gut, es geht. Egal. Das gehen wir weg. Soll ich das Speiseöl trinken? Lecker, lecker! einfach direkt reinkippen. Gibt doch nichts Schöneres, als eine Flasche Speiseöl erstmal morgen runter zu drücken.
Und hier ist der Weg direkt. Und hier war doch eine von den Hütten offen, ne? Die hier, glaube ich, sogar schon. Die erste hier. Ne, die hier. Leg mal hier ein bisschen was rein. Weil hier kommen wir ja eh wieder zurück. Dann lege ich gleich hier irgendwie Sachen jetzt hin. Oder nee, lieber doch in den. Egal, ist besser. Hier rein. Dann. Die legen wir mal so ab. Obwohl, das muss ich jetzt auch erstmal nicht mitnehmen. Nur, okay, ich gehe jetzt mal davon aus und behaupte meinem jugendlichen Leichtsinn, dass dort keine 22 Kilo Loot da oben sind. Ja, er muss erst natürlich erstmal tief durchatmen, wenn er aus dem Haus kommt. Okay. Eine Holzkohle habe ich noch, ne? Dann können wir von da oben zeichnen. Soweit ich weiß, kann man an solchen Punkten zeichnen und kann dann einen Großteil der Karte sehen. Aber das geht irgendwie nicht immer. Ich denke mal, das ist auch wetterabhängig. Dann, so wie jetzt, wenn es schneit, geht es wahrscheinlich auch nicht. Auch wenn das jetzt nur leichter Schnee ist. Ich glaube nicht, dass das geht. Ja, so kletter ich auch immer hoch. Obwohl ich noch gar nicht oben bin. Jetzt kletter ich hier hoch. So, jetzt bin ich oben, jetzt bin ich ruhig. Scheinbar geht's nicht auf die Müdigkeit. Neuer Ort. Aha! Okay, das will ich unbedingt mal machen. Also wir brauchen eine Autobatterie, Sicherung und Drähte. Wie viele Drähte? 2. Metallteile brauchen wir. 5 Metallschrott! Okay. Oh, da ist ein Vorräte. Ist da vielleicht irgendwas drin? Oh, das will ich mal machen, ey. Da will ich jetzt wissen, was das ist. Okay. Ich hab's selber rausgefunden. Der war kein Handy. Zweiter, okay. Okay, entweder diese oder nächste Folge machen wir das auf jeden Fall noch. Aber jetzt gehen wir erstmal den Weg hier entlang. Und zum abgestürzten Flugzeug. Okay. Ich gehe erstmal hier lang. Erstmal zum Flugzeug. Rehe und Hasen hier. Ich glaube, hier oben gibt es, wenn dann, nur einen Wolf. Ich bin mir fast sicher, dass der hier auf der nächsten Ebene kommt. Aber hier ist man, glaube ich, komplett safe. Hier dann irgendwo. Soweit ich weiß, kann hier ein Wolf sein.
kurz wieder antworten, Entschuldigung. Ist aber gerade wichtig. Zack. Okay. Dadurch, dass ich jetzt gerade mal antworten muss, werde ich aber die Folge jetzt natürlich auch mal 5 Minuten wieder länger machen. Natürlich rein unbeabsichtigt. In dem Spiel kann man aber auch so viel Zeit vergammeln, ey. Ja, und hier hat man jetzt auch nochmal jede Menge Kaninchen und Rohrkolben. Und ein totes Reh. Ah, das sieht nicht mehr gut aus. Den Darm nehmen wir aber zumindest mit. Den Rest lass mal. Okay. Frischer Darm. So. Flugzeug. Aufgestelltes Flugzeug. So. Ja, mal schon mal ein bisschen. The owners around. Einmannpackung. Perfekt. Hat sich schon gelohnt. So. Eine fliegende Traubenlimo, die ist immer ganz wichtig. I can always use more food. Schokoriegel, nochmal Stoff. Hä? Eine warme, robuste Mütze, die gern von Piloten im eisigen Norden getragen wird. Man könnte sie fast als Stiefel bezeichnen. Hä? Okay, mal kurz gucken, wie gut die ist. Die ist auch neu. Ich glaube, die ist richtig gut. Die ist übelst nass. Und trotzdem solche Werte gerade. Krass. I'll be hungry later. Hä, wie geil. Okay. Und das ist ja noch nicht mal der Endloot jetzt, sag ich mal. Der Endloot kommt ja eigentlich erst noch. Der ist dann weiter unten. Da noch ein paar Teile abgestürzt sind. Das weiß ich halt auch noch. Das ist definitiv McKenzies Flugzeug hier. Die sind halt so tatsächlich so hier abgestürzt und dann ist McKenzie dann halt hier da hinten irgendwo gelandet, aber diesmal in diesem Universum. Ja, ja. Mann, die Geschichte ist langweilig. Ich weiß, lass mich doch wenigstens kurz eine Geschichte irgendwie erzählen. Okay. Ich glaube, einmal klettern noch und dann sind wir unten. Ja, hier nochmal. Dann noch was. Nein. Klettern. Okay, jede Menge Holz, nochmal ein Reh. Wieder nur die Gedärme rausnehmen. Fuel could be useful. 2 Liter. Geil. Zack. Was haben wir hier noch? Frische Salzcracker. Nice. So, und jetzt mal noch die Höhle hier durchgucken. Okay, nicht so krasses Zeug gerade hier unten. Oh!
Hey Kumpel, neulich war ich endlich wieder unterwegs. Ich war über Milton beim Turm oben. Mein Bein fühlt sich toll an, Papa. Das ist schon eine geile Aussicht. Ausblick, Gebirgsstadt. Na, da weiß ich doch, oder? Das ist doch da oben. Ja, guck mal, jetzt das Holz auch noch einsacken. Da ist auch keine Holzkohle drin. Die hier noch durchsuchen, hier noch was drin. Ich glaube, das war's hier. Hier ist noch was. Ja, aber trotzdem, so allgemein gibt's hier auch, ich würde sagen, guten Loot. Wieder hoch. Und ab nach oben. Braucht man jetzt die Sicherungen bei jeder Map an so einem Turm dann? Oder wie? Da bin ich echt neugierig drauf. Auf jeden Fall haben wir ja, denke ich, genug Drähte und Sicherungen. Jetzt kann ich hier mal einstecken, aber ich weiß, dass wir einige gefunden hatten. Wind wieder von vorne. Verdammt. Okay. Ach komm schon. Muss das sein? Ich will das mit dem Turm unbedingt noch probieren. Jetzt mal ein bisschen. Apropos Metallschrott. Wir haben jetzt nochmal eins gefunden. Ich hoffe, wir haben genug. Weil ich kann gerade gar nicht an Metallschrott rankommen. Ich habe keine Bügelsäge. Ich habe nicht eine einzige Bügelsäge hier gefunden. Sehr schade, ey. Ich hoffe, ich hab genug. 5 Metallschrott. Sonst muss ich hier so ein Dings noch zerlegen. Okay, das geht. Und du hast einen Öffner, da werde ich sowieso nicht so viele brauchen. Klimper, Klimper. Sonst, wenn er 2 Zentimeter runter in den Schnee fällt, macht er gleich... Ah! Aber hier, da springt er erstmal richtig schön ab. Na klar, mein Freund. Sicherlich. Oh, guten Morgen.
Ich denke mal, ich muss auch die genaue Anzahl dabei haben. Ich kann nicht jetzt schon irgendwie einen Metallschrott da reinpacken oder so. Vermute ich jetzt mal, dass man wirklich die genaue Anzahl dabei haben muss. Aber bin echt gespannt, was das dann macht, ey. Hat man dann vielleicht doch irgendwie wieder Strom oder so? Oh nee, das ist ja eigentlich ein Sender. Ah, jetzt. Also man braucht immer erst so ein Foto. Und dann kann man hier. So. Bäm. Es ist so gut. Und jetzt hast du so einen großen Teil der Karte hier noch aufgedeckt. Aufgrund dieser Sicht. Und siehst hier so Einzelheiten. Bartflechten. Lackpaling. Da ist der Hinweis mit Klettern irgendwie. Hier unten geht's dann nach... Dingens. Na, komm schon in die... zum Rätselsee. Nee, man muss die genaue Anzahl drin haben. Okay. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt drauf, ey. Nutze mal solche Punkte, um kurz zwischenzeitlich zu antworten. So. Okay. Dann nehmen wir den ganzen Loot hier gleich mal mit. Wie viel? Naja, viel haben wir jetzt nicht einstecken. 25 Kilo. Können wir, glaube ich, sogar alles mitnehmen hier. Schnell, wird schon dunkel. Wo wir gar nichts mehr sehen. Da hatten wir auf jeden Fall nochmal Metallschrott. Oh, schon zwei. Wenn wir zu Hause noch drei haben, dann passt das ja. So, ja, jetzt erstmal wieder außer Atem, weil er alles so schnell mitgenommen hat. Alles einfach nur in die Tasche rein. Wie der professionellste Dieb auf Erden. Aber cool, ey, dass man jetzt hier so einen Funkmast irgendwie reparieren kann. Also ich meine, klar, das würde ich mir sofort zutrauen. Da wüsste ich ganz genau, ja, hier noch ein bisschen Metallschrott dran, das klebe ich einfach alles zusammen hier. Ein bisschen Kleber, da hält das alles. Hier die Drähte noch mit alle zusammenschneiden. Ein paar schöne Energiequellen hier rein und bäm, gib ihm. Getting dark out here. Time to look for shelter. Du weißt genau, wo dein Shelter ist. If I don't rest soon, I'm gonna faint. Ja, ist doch gut. Wir wissen es doch. Wir sehen das auch. Ja, ich könnte das abschalten, aber ich lasse das gerne drin. Ich mag das irgendwie, dass diese Kommentare von dem, dass ich mich dann drüber aufregen kann. Ich verjag dich gleich. Hör auf damit. Jetzt ist Nachtruhe. Spinnst du? Gleich mal gucken wegen Essen. Und wir gucken mal wegen der Haltbarkeit vom Kaninchen-Eintopf. Genauso wie die Karotte da.
Hasi! Hase! 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 Ey, Hase! So, wir sind wieder zurück. Dann erstmal, warte mal. Patsch, patsch, patsch. Leg ich jetzt auch mal hier hin. Das auch. Scheiße, alles voll hier. Verdammte Axt, ey. Hier passt noch ein bisschen was rein. Das ist auch voll. Oh, das ist gerade ein bisschen ungeil. Okay, also ich merke definitiv, dass es mehr Loot gibt. So, dann gucken wir mal. Gibt es hier irgendwo was zu essen, was schon nicht abläuft? Warte, wir gucken jetzt mal ganz kurz. Der Eintopf. Zeig mal her. Rein, ja, okay. Ja. Die Karte hier. Oh, nur 50, okay. Die scheinen länger zu halten. Ach, wisst was? Komm. Jo, wir machen uns die Fische. Wir machen uns ein schönes Feuerchen. Huch. Ja, machen. Sonnenbündel, Buch. Erfolgschance sind 90%? Wieso ist das jetzt auf einmal höher? Ach, mit dem Feuerzeug ist es höher. Ah, okay. Verstehe. Ich gar nicht mehr, dass das mit dem Fahrzeug höher war. Come on. Ja, komm schon. 90%. Yes. Dann. That's done. Die werden so oder so hier schlecht. Ja, dann. Ey, das ist ja. Komm, was? Guck mal. Wie erschluckt der Kollege. Okay, das dran. So, jetzt gucken wir gleich mal wegen den Sachen, die wir da brauchen. Hier ist nix. Zweimal Metallschrott. Damit haben wir schon 5. Okay, nice. Brauchen wir nur noch die anderen Sachen. Wo schau ich hin? Haben wir Metallschrott? Okay. Haben wir aber nicht mehr. Oder waren. Nee, warte mal, die waren unter Werkzeug, ne? Glaube ich. Ja, hier. Drähte. Ach, einer hat ihn sogar einstecken. Okay. Ich nehme einfach jetzt so viele wie möglich mit. Ich glaube, das reicht schon. Aber wir gehen jetzt einfach mal sicher. Ich bin echt mal gespannt, was das macht. Okay. Sollte reichen. 3, 5, das auf jeden Fall. Ah, frischer Schwarzbart. Ein Schmaus für die Seele und den Magen. Na dann gönn dir mal. Oh, geil. Und noch ein bisschen Lampenöl dazu. Und hier noch. Oh, das hat lecker geschmeckt, oder? Da hat er sich mal richtig gegönnt. So, Wasser ran. Oh, ich muss mal antworten. So. Okay, dann hinlegen. Stunden. Mal gucken.
Und dann mal gucken, was das macht, ey. Bin gespannt. War zwischenzeitlich mal starker Wind. Und wir sind komplett munter wieder. Ausgeruht. Okay, gut. Ist scheißegal, was ich gerade einstecken habe in dem Sinne. Ja, wir gehen ja nichts looten, wir machen jetzt nur das Ding da. So, jetzt zeig mal her. 72%. Ja, also die sinken schon relativ schnell. Aber das ist okay. Warte mal. Was ich jetzt nochmal kurz machen will. 88%. Das können wir uns, denke ich, auch gut merken. Ich lege jetzt mal eine hier rein und will mal gucken, ob die hier drinnen schneller schlecht wird. Ob man die wirklich ins Freie legen muss. Leg ich einfach mal, komm hier auf mein Kopfkissen. Ich will gar nicht schön auf der Karotte pennen. So, oh, ist das angenehm. Wer kennt das nicht, so ein schönes Karottenkissen? Mann, ey, ich und meine blöden Kommentare hier. Auf zum Turm. Na komm, wir beeilen uns mal. Ich bin jetzt selber neugierig, was das macht. Ich will es einfach testen. Selbst wenn das jetzt irgendwas zeitlich Begrenztes ist oder so, ist mir egal. Dass man vielleicht wirklich Strom in der Stadt dann trotzdem hat irgendwie. Und das ist dann halt zeitlich begrenzt für ein paar Stunden oder so. Um halt vielleicht irgendwas machen zu können oder so, ich weiß es nicht. Mal gucken. Echt gespannt, ey. So viel Neues. So leicht kann man den Echten glücklich machen. Ganz viele Sachen zum Rumspielen und Rumtesten. Man so eine Karotte als Köder hinlegen könnte für Rehe? Ich weiß jetzt gar nicht, ob Rehe überhaupt Karotten essen, aber... wäre interessant. Könnte man ja auch mal testen. Okay, dann einmal. Ah, wir brauchen noch eine Autobatterie, stimmt. Oh, man kann sogar richtig sehen, wie das repariert wird. Alter, wie geil. Richtig mit Animation sogar. Oh, wie gut. Sicherung. Weg damit. Und wir brauchen noch Metallteile. Dann suchen wir uns unten noch irgendwo eine Autobatterie. Wie
geil. Oh, ich finde das so gut. Jetzt, Alter. Die Animation noch dazu. Okay, nur noch eine Autobatterie. Das heißt, wir müssen doch dann gleich nochmal was ablegen. Das wird die jetzt wieder vergessen. Ah, macht nichts. Ich denke ja, wir haben hier unten eine. Wir haben ja so viele hier gefunden, ey. Vielleicht haben die deswegen jetzt auch die Autobatterien ein bisschen erhöht. Also, dass man doch mehr findet. Genau wegen sowas. Okay, hier, eins von den Autos, das hat doch bestimmt einer. Hier. Okay, wir packen mal kurz hier in den Kofferraum ein bisschen Zeug. Wir nehmen es ja dann eh wieder alles mit. Ja, alles weg erstmal, dass wir hier erstmal was mitnehmen können. Die Autobatterie, weil die wiegt natürlich viel. Ja, das ist weg. Warte mal, ist die jetzt schon ein bisschen trocken? Durchs Schlafen? 2-2! Alter, was? Boah, ist die gut. Okay, passt. Dann 100%, 15 Kilo. Die schleppen wir jetzt erstmal da hoch. Okay, jetzt bin ich wirklich gespannt, was das macht. Batterie. Und jetzt? Bleibt das jetzt wenigstens so? Eingeschaltet ist es, also... Okay, machen wir das Ding einfach mal zu. Ja gut, okay, ich habe jetzt irgendwas erwartet, dass hier... gerade irgendwas passiert oder keine Ahnung. Tag Nummer 6, komm! Sender... in... Milton repariert. Repariert wird gleich geschrieben. Sender und Milton repariert. Fertig. So. Sender 1 und 6. Ah, Sender deckt Regionen im Gebirgsstadt und im Stummflusstal ab. Ah, okay. Aber was das jetzt genau macht, weiß ich dann halt leider noch nicht. Zumindest funktioniert er jetzt erstmal. Bringt mir jetzt leider nicht viel. Weil ich hier nicht mehr lange bleibe, aber gut, haben wir einfach mal gemacht. Vielleicht machen wir uns das mal als Aufgabe. Irgendwie alle Sender finden und reparieren. Ist vielleicht sogar ein kleiner Erfolg oder so beim Spiel.
Bin schon mal gespannt auf jeden Fall drauf. Boah, ist das gut, ey. War hier einfach noch so kleine Aufgaben. Warte mal, was gibt's denn da hier vielleicht noch? Die hier, die Hinweise, Steinhaufen, Pufferdaten, das kenne ich alles. Untersuchte Orte. Notizen sind noch ne. Und die Spezialrezepte. 1 von 9. Haben jetzt zumindest Lilies Pancakes. Okay. So, dann beenden wir mal die Folge und in der nächsten Folge machen wir uns auf den Rückweg, also auf den Heimweg sozusagen. So, das nehmen wir alles wieder mit. Okay, ich denke mal, auf jeder Karte findet man auch genug von den Drähten. Genauso wie von den Sicherungen. Dass man auf jeden Fall da immer genug am Start hat. So eine Reparatur. Ich guck gerade hier nur nochmal. Ah, hier ist alles schon. Das Haus hier hatte ich glaube ich noch nicht. Dann machen wir das doch mal fix. Ich habe gesagt, die Folge wird ein kleines bisschen länger. Ja, da waren wir noch nicht drin. Dinger sind immer gut. Da kann man noch echt wertvolles Werkzeug drin sein. Handy. Stoff. Nehme ich nochmal mit, dass ich zu Hause dann wirklich genug habe. Zum Reparieren. Okay. Okay, dann beende ich aber jetzt wirklich mal die Folge hier. Ich speichere hier jetzt mal ab, weil das ist dann jetzt erstmal die letzte Folge für die Aufnahme. Ja, da habe ich es doch noch selber rausgefunden mit dem, mit den Sicherungen und sowas. Schön. Aber trotzdem, wie gesagt, wenn mir da einer geantwortet hat, vielen Dank für Infos. Nehme ich, wie gesagt, gerne an. Ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!